Wenn ich male, befinde ich mich permanent im Experimentiermodus. Es gibt weder Routine noch Regeln. Ich bin Gorica Jeremic, abstrakte Künstlerin aus Wien. Ich bin nicht als Künstlerin geboren. Die Kunst hat mich sozusagen irgendwann gepackt und mit fortgerissen. Zu jener Zeit war ich schwer krank. Ich bekam die Diagnose Multiple Sklerose, lag eine Zeit lang gelähmt im Bett. Und trotzdem ist es mir gelungen, den Gedanken an Aufgeben in keiner Sekunde zuzulassen. So wie meine Kunst unkontrolliert entsteht, war es das Leben selbst, das mir in diesem Moment die Richtung vorgegeben hat. Ich habe meinen Beruf als Managerin aufgegeben und mich mit Leib und Seele der Kunst verschrieben. Meine Inspirationsquelle ist die Natur, die uns vollkommene Schönheit, aber auch Vergänglichkeit zeigt. Wenn ich so zurückdenke, war ich schon immer ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir mit starkem Willen und Mut unsere Träume erfüllen können, auch wenn es uns vorher unmöglich erscheint. Denn in der Kunst erlebe ich das jeden Tag. Die Unverträglichkeit von Öl und Wasser scheint ein in Stein gemeißeltes Gesetz zu sein. Und trotzdem habe ich einen Weg gefunden, diese zwei Elemente zu etwas Wundervollem zu vereinen. In jenem Moment, in dem ich zum Pinsel greife, tauche ich ein in eine mystische Welt. Meine Kunst ist furchtlos. Sie ist eine Entdeckungsreise, ein Abenteuer. Und während das Bild trocknet, wird es lebendig. Es ist das Bild, das jetzt die Kontrolle übernimmt, indem es völlig selbstbestimmt Risse bildet. Jeder von uns kennt diese Risse, diese Höhen und Tiefen. Was zählt ist, Rückschläge zu respektieren und das Leben als Geschenk zu begreifen. Sei dein eigener Phönix, überwinde Klischees und zeige, was hinter deiner Fassade steckt. Aber Vorsicht, es könnte ein strahlendes neues Ich sein. Thank you.